Mann. Jetzt quält die sich schon 2 Stunden rum. Das will und will nicht. Lass uns doch den Doktor anrufen. Ich glaube, die Rosi ist total K.O. Mensch, Papa, tu doch was. Ja, Mensch, alleine schaffen wir es nicht. Du hast recht, wir müssen den Arzt anrufen. Ja. Aber ist ein Kaffee warm? Ja, steht schon in der Küche. Nee, Markus, komm, du kommst mit. Du bist doch die Allerbeste, nicht? Du bist die Allerbeste. Oh, was war denn das? Sie spinnt wohl. Ich muss an ihre Wunde gekommen sein. Der Doktor muss sie nachher auch anschauen. Sag mal, was hast du denn gemacht? Er hat wieder Erdbeeren genascht. Wo ist denn Carlo? Also jetzt ist er ja schon wieder weg, dieser Streuner. Kinder, Mensch. Ich kann nichts dafür. Ich hab Salat geholt. Passt nie auf. Ach komm, jetzt streitet euch doch nicht. Wenn der Förster ihn jetzt im Wald findet, sucht lieber die Leine. Kommt, wir müssen ihn suchen. Da steht es schwarz auf weiß. Wild Tollwut. Und jetzt rein mit dir, du alter Streuner. Tür zu. Und merkt euch das endlich, wenn der Hund im Hof ist, immer gleich an die Kette. Mein Gott, das Mittagessen. Nee, jetzt kommst du nicht mehr raus. Wenn ich hören will, muss fühlen. Jetzt red doch nicht so einen Quatsch. Gib ihm lieber Wasser. Hör bloß auf. Wo soll er die denn herhaben? War doch nur ganz kurz im Wald. Da kommt Onkel Willi. Habt ihr verstanden, wie gefährlich das ist mit der Tollwut? Ja, ihr müsst unheimlich aufpassen, dass euer Hund nicht wieder im Wald herumstreunt. Ach, der Carlo ist doch nicht blöd. Der lässt sich schon nicht von einem tollwütigen Tier beißen. Bestimmt nicht. Dazu ist er viel zu raffiniert. Um Tollwut zu kriegen, muss man nicht unbedingt gebissen werden. Das kann auf ganz andere Weise passieren. Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Zum Beispiel durch den Speichel eines solche kranken Wildes. Also kommt euer Hund damit in Kontakt, infiziert er sich unweigerlich. Der Carlo nicht, der würde dem anderen Tier eins auf den Deckel geben. Wenn aber nun euer Hund ein totes Tier aufstöbert, hm? Ja, also nehmt ihn doch an die Leine und passt auf, dass er nicht wieder im Wald rumrennt. So, Herrschaften. Jetzt bin ich wieder verwendungsfähig. Na, hat euch Frau Dr. Probst ein bisschen die Hölle heiß gemacht? Das ist gut so. Da wisst ihr jetzt Bescheid, oder gibt's noch spezielle Fragen? Was den Hund anlangt, nein, aber wenn Sie doch bitte noch einen Blick hier auf Lily Blue werfen würden. Noch ein Patient. Ja, hier am Beinchen. Na, komm, meine Schöne, ja, komm. Was? Bist ja doch wahnsinnig munter, komm. Ja. Ja, du bist die Allerschönste. Das ist ja gut, das ist ja gut. Mit deinem Blick ist es da nicht getan, Frau Zander. Das ist eine massive Bisswunde. Woher stammt die denn? Von Carlo. Ich verstehe das auch nicht. Das ist das erste Mal, dass er sie gebissen hat. Sonst sind die immer gut Freund. Seitdem frisst sie so wenig. Ist ziemlich aggressiv. Carlo hat sich also in letzter Zeit im Wald rumgetrieben. Ja, aber wir können ihn doch nicht ständig an der Kette halten. Nein, sicher nicht. Aber ich habe x-mal darauf hingewiesen.